zusammen Versuch Nummer 3 mit Forest, der Koop-Modus. Nummer 3? Das war Versuch Nummer 3 jetzt. Das war Versuch Nummer 3482. Naja, gut, egal. Ja, willkommen Koop-Modus The Forest. Wir haben festgestellt, es hat sich nicht so viel getan. Es ist alles noch ein bisschen schwierig und ein bisschen verbuggt. Ein bisschen. Ja. Und ihr hört... Die liebe Xyra ist da. Oh, mir lag irgendwas auf der Zunge. Aber ich muss mich ja so ein bisschen zusammenreißen. Ich hab's versprochen. Ja, ist auch besser so. Er ist nämlich ganz witzig heute. Ein ganz witziger ist er. Ui, ein Tennisball. Die haben auch immer noch keinen Sinn in dem Spiel, ne? Nö. Also wie gesagt, man soll ihn ja angeblich sich hin und her werfen können, aber... Ganz ehrlich, wenn ich auf einer Insel strande, dann habe ich irgendwie Besseres zu tun, als mir einen Tennisball mit jemand anderem hin und her zu werfen. Das ist wohl wahr. So. Wo möchten wir denn hin? Wo möchten wir uns niederlassen? Also ich möchte gerne an den Strand. An Strand? Oder wollen wir irgendwo diesen ulkigen Teich da suchen? Welchen Teich? Ja, es gibt doch mitten auf der Insel so einen komischen Teich. Ja, aber dann wüsste ich überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Strand, würde ich sagen, ist in diese Richtung. Ich könnte mich irren, aber ich tue es natürlich nicht. Sehr schön. Ja, so ist sie. So ist sie. Survival einfach durch irre. Und durch. Das immer machst. Ja, das ist... Ich bin selber immer wieder fasziniert von mir. Ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, dass man kein Fadenkreuz oder sowas hat, ne? Wieso? Ja, wenn ich so manchmal die Koffer anvisiere, hau ich doch oft daneben. Okay. Weißt du, das hat manchmal auch so ein bisschen was mit Grob- und Feinmotorik zu tun. So. Oh, hä, hier haben wir schon ein Köpfchen. Wollen wir uns einfach mal hier neben niederlassen? Vielleicht ein Stückchen weiter, nicht direkt hier neben ihm. Den will ich nicht in meinem Vorgarten. Och, wieso? Ist doch stylisch. So. Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir, ich folge dir. Okay. So. Wie wär's denn hier mit dieser Ecke? Die ist doch schön. Hier so, ein Häuschen rein, mit Vorgarten. Ja, können wir gerne machen. Okay. Es gibt mittlerweile übrigens ganz, ganz viel Neues zu bauen. Gerade so eigentlich die Baumhäuser finde ich recht cool, weil die kann man jetzt nämlich so schön mit... Moment, ich suche. Hier, man kann Plattformen in die Bäume bauen und damit Hängebrücken verbinden und so, und das finde ich schon recht, finde ich recht cool. So, wir bauen uns jetzt aber hier erstmal ein normales Häuschen hin. Ich setze mal die Blueprint, ne? Oder möchtest du das gerne? Nö, mach du mal. Also wir werden ja bestimmt nicht nur das bauen. Nee, ich denke nicht. So. Nur gerade am gucken, ich finde irgendwie keine Steine. So. Keine Steine, ich habe schon ein paar gefunden. Möchtest du schon mal ein Lagerfeuer haben, oder? Ja, warte, ich guck mal. Nee, Quatsch, das will ich ja gar nicht. Das will ich. Guck mal, wie gut ich das fertig kriege. Ich baue das mal so ein Stückchen hier so am Strand. Okay, ein paar Steinchen fehlen noch. Na. Ja, es tut mir leid. Achso, warte mal, ich renne da gleich los, weil Xyra und ich hatten ja schon mal reingeguckt. Wo wir dann ja auch festgestellt hatten, dass das alles nicht so ganz hinhaut. und da habe ich ja entdeckt, dass hier hinten, wo das Zelt ist... Ach so, der Topf. Genau, dass da ein Topf ist. Genau, man kann sich jetzt nämlich auch, die Schildkröten haben einen Sinn, liebe Leute. Und zwar kann man jetzt die Schildkröten zum einen essen, was ja nun mal schon eigentlich recht angenehm ist, so eine gute Schildkrötensuppe. Und den Panzer, den kann man dazu benutzen, um Regenwasser aufzufangen. Ja, das Wasser, das kann man sich dann schön in einem Topf abkochen und dann kann man das trinken. Okay, was soll man mit Wasser auch sonst machen, wenn ich trinken, aber... Okay. Was ist? Topf nicht mehr da? Ich glaube, ich habe eine Tauchermaske auf.
Kann das sein? Boah. Ja, ich glaube, es gibt hier jetzt einen Taucheranzug, den du dir zusammensammeln kannst. Wo ist denn hier tiefes Wasser? Noch, ich glaube das nicht. Ach so, dann. Ah, okay, ich Was denn? verstehe. Ah, das ist ja Lass cool. mich teilhaben an deinem Wissen. Ja, nee, also ich verbrauche nur noch ganz, 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 ganz wenig Luftwellen oder was auch immer. Ich komme nur halt nicht mehr aus dem Wasser raus. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Du solltest vielleicht ein bisschen deutlicher reden. Ach so, hörst du mich schlecht? Ja. Ich weiß, du hast gesagt, du hast dein Mikro ein bisschen leiser gestellt, aber es war eventuell ein Stück zu leise. Okay. Dann. Ist das? So. Was denn? Also es könnte sein, dass hier ein Vogel ins Wasser gebackt ist. Eine Okay. sogenannte Schwimmmöwe. Okay. Ach so, wir brauchen ja auch noch Steinchen. So, sieht man die Tauchermaske? Bug. Ach so, bist du wieder Bug. da? Nö. Schade. Kann ich die irgendwie absetzen? Nö, kann ich nicht. Natürlich doof. Muss doch irgendwie diese blöde Tauchermaske absetzen können, oder nicht? Oder nicht? Was? Batterien? Die Bäumchen fallen aber ein bisschen ruckelig, ne? Ah, okay. Also den Taucheranzug kann man ablegen, indem man ins Inventar geht und rechte Maustaste klickt auf das Ding. Okay. So, dann werde ich auch mal ein paar Bäume fällen hier. Genau, ich guck mal, ob ich noch ein paar Steinchen finde. Aber noch kein Ureinwohner oder irgendwie sowas, ne? Nö. Ich wäre aber auch ganz froh, wenn ich mir da jetzt erstmal ein kleines Häuschen bauen könnte, bevor die hier auf der Matte stehen. Wie ist das eigentlich? Wie genau kann man die eigentlich unterscheiden? Weil es gibt ja diese Kannibalen und die Ureinwohner, ne? Ja, und ich habe keine Ahnung, woran man die unterscheiden kann. Ob das jetzt irgendwie wirklich optisch was ist oder an dem Verhalten oder so, ich weiß es nicht. Ich glaube, man soll die optisch unterscheiden können. Aber ich finde, irgendwie, die sehen alle gleich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, gut, vielleicht lernt man das ja, wenn man das ein bisschen öfters gespielt hat. So. Unser Lagerfeuer ist vollständig. Das ist schön. Es fehlt nur noch unser Häuschen. Das in vollständig wäre jetzt natürlich auch noch grandios. Naja gut, zu zweit sollte das ja einigermaßen fix gehen. Naja gut, Ja. 89 Loks, das ist natürlich schon. Ja, gut, wenn sich ein Teil natürlich die ganze Zeit in der Walla Pampa rumtreibt und Taucherbrillen ausprobiert, dann kann das natürlich schon ein bisschen schwierig werden, aber. Oh, ich sollte mal was trinken. Ja, sollte ich gleich auch mal. Irgendwo muss doch noch. Da. Sogar noch zwei. Warum fällt? Guck mal, 25 haben wir ja schon. So, hier irgendwo müsste. Da. Müsste? Noch ein Lok rumschwirren. Ich habe ihn aber schon gefunden. So. Ich meine, wenn man so überlegt, ne, an einem Tag mal eben so ein. Oh, da ist ein Reh. Das versuche ich gleich zu jagen. Mal eben so eine kleine Hütte aus dicken Baumstämmen hochzimmern, ist natürlich auch eine Leistung, ne? Ich denke ja mal, dass wir damit heute noch fertig werden. Meinst du? Ja. Hallo. Das Reh haut ab. Das ist ja doof.
Weißt du denn das Rezept, wie man diesen ulkigen Pfeil, den Bogen baut? Wie bitte? Weißt du denn da dieses Rezept, wie man einen Bogen baut? Ich meine, das war mit einem Stick und einem Stück Stoff. Oder einem Seil? Nee, ich glaube mit dem Seil. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo die Yacht finden. Ich glaube, da war Seil drauf und ansonsten müssen wir mal in ein Dorf gehen. Da hängen die Seile nämlich in den Hütten. Okay. Da hängen sie ja die Leichen dran auf. Wenn das immer noch so ist, wie es mal Irgendwie. war. Bäume fällen ist auch noch so teilweise ein bisschen buggy, kann das sein? Ja. Schaut da gar nicht mehr zu, oder jetzt? Vorne ist das Reh wieder, es lacht mich aus. Es grast gar nicht, das hält nur den Kopf runter, weil es sich so kaputt lacht. Ich weiß es genau. So, wir bauen hier aber auch an jede Ecke, ne? Nicht mal irgendwie, dass man jetzt sagt, alles klar, wir bauen jetzt erstmal vorne und dann die eine Seite der Wand, dann die andere. Hier ist irgendwie jede Seite angefangen. Naja, Hauptsache es wird fertig. Außerdem müssen wir uns ja auch ein bisschen beeilen, weil so ganz spannend ist natürlich das Holzhacken nicht. Nee, das ist schon wahr. Wir wollen ja auch was bieten. Ja, das ist richtig. Aber es wird dann ja auch bald kommen, wenn wir denn uns die Seile organisieren, ne? Hoffe es. Oh, ich habe nichts mehr zu trinken. Das ist nicht gut. Soll ich sonst einmal suchen gehen, ob ich vielleicht irgendwie Schildkröten finde? Ja. Wir können sonst auch vorsichtshalber zusammen so ein bisschen am Strand längs, falls wir Ureinwohnern begegnen, dass wir uns ein bisschen besser verteidigen können. Und dann gleich gucken, ob wir Seile finden. Könnten wir natürlich machen. Ich komme mal mit. Außerdem gibt es da Koffer auf dem Weg. Vielleicht ist da ja auch noch was zu trinken drin. Wie du da läufst, deine Axt in beiden Händen haltend. Die halt auch nochmal sicher. Ach so. Nimm noch ein paar Steinchen mit, damit wir nicht wieder Notstand haben. Ein Zelt? Nee, ein Stein. Doch, mit der spitze Stein wird ein runder Stein. Das ist natürlich auch nice. Hä? Den Bugs Bunny. Kann man auch noch mal gebrauchen. Medikamente sind auch immer gut. So, was zu trinken finde ich hier nicht so wirklich. Hier liegt ein Nackter. Guck mal, bist du noch bei den Containern? Ja, ich komme gerade. Guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Stimmt, den sieht man ja nicht. Da. Nee, jetzt sehe ich ihn immer noch nicht. Bedauerlich. Oh, da. Bleib stehen. Nein, nein, bleib stehen. Was? Wen jagst du? Ach so. Hihi. Ja, trauen wir auch noch, war so klar. Kann das ja nicht anders. Ladies first. Ach, Ladies first, Ladies first. Ja, wer hat denn da wieder sein Handy an? Das war die Erinnerung, die ich für dich gestellt habe, mein Ach so. Schätzchen. Gerade ein bisschen Angst, dass ich mir gleich die Beine breche. Kann nicht so lange laufen. Ich glaube, wir sollten mal in den Wald. Und ich glaube. Oh, was haben wir hier? Hinten ist ein Ich habe einen Dörfchen, ne? Campingstuhl gefunden. Ja. Achso, ist kein. Na gut, ist ein bequemer Campingstuhl. Kleinen Moment mal.
Muss hier mal ganz kurz. So. Das störte mich schon die ganze Zeit. Was denn? Ich habe bei mir meine Einstellung noch nicht richtig gehabt. Ich hatte immer noch Okay. Original. Den sehe ich immer so schlecht, wenn die Oh, hier Sonne liegt jetzt denn auch ein von Nackter. hinten kommt. So. Ich renne hier gerade einfach mal so rein. Hier müssen noch irgendwo Seile liegen. Oder hängen. Seile! So. Huch. Hier sind keine Säule. Bo. Beim Ah, Essen. so ist der richtig. Jetzt habe ich einen Bogen. Jetzt hast du einen Bogen. Ja, komm mal hierher. Komme, ich komme. Hier hängt noch ein Seil drin. Ah, Tatsache. So, und dann machst du das, ein Stick, das Seil und ein Stück Stoff. Und dann hast du einen Bogen. Okay, das mache ich denn, wenn wir bei uns da sind. Achso, ich habe noch nicht genug Federn. Schade. Sehe aber auch keine Schildkröte, das ist echt ein bisschen schwierig gerade. Ja, aber ich glaube, da haben wir auch bessere Chancen am Strand, also direkt am Wasser unten. Würde ich jetzt so rein von der Logik mal sagen. Ja, pass auf, dann sprinte ich erstmal wieder zurück. Sehen wir gar nicht mehr unsere Baustelle. Bin auch gerade am Überlegen. Eigentlich müssten wir doch irgendwo dieses kleine gelbe Hämmerchen durchscheinen sehen. Naja gut. Ich glaube, die Stelle finden wir zum Glück noch so. Hat man denn beim Bogen die Pfeile automatisch oder muss man sich die auch Nee, noch die musst schleppen? du dir selber machen. Dafür brauchst du die Federn von den Vögeln. Aber davon haben wir ja bei uns mehr als genug. Rumflattern. Okay. Na, guck mal, hier sind schon wieder die Container, dann sind wir auch gleich schon wieder zurück. Ist auch gar nicht verkehrt, weil die Sonne geht nämlich unter. Und ich bin nur ungern hier draußen, wenn es dunkel ist. Oh. Oh. Moin, Keule. Ja, man kann auch, fällt mir jetzt gerade ein, man kann jetzt auch Fleisch zum Trocknen aufhängen. Ja, stimmt, aber da ist wieder die Schwierigkeit, das kann nicht jeder sehen wieder. Richtig. Hier unsere Baustelle echt nicht. Nee, ich auch nicht. Ich laufe jetzt am Strand längs, damit ich da wieder hinkomme, müsste da vorne sein. Ist ja komisch. Aber stehen tut es noch. Ich hoffe. Also wenn nicht, dann muss ich leider ein bisschen böse werden. Bissel böse. Ein bisschen böse, ja. So, dann Nee, sollten die wir auch. steht. Ja, es steht noch. Wir sollten dann aber auch zusehen, dass wir es fertig bauen, weil wegen Speichern und so, ne? Ach ja, stimmt. Oh, das ist natürlich schwierig, weil wir haben nur Hä? noch Wie ungefähr bist du denn eine. jetzt schon wieder da? Wann hast du mich überholt? Nee, ich bin eigentlich mehr oder weniger querfeld eingelaufen. Schwierig ist nur, ich sehe jetzt nichts mehr. Ja, das ist. Tja. Das ist wirklich schwer zu sehen jetzt. Problem ist ja auch, dass wir nicht schlafen können im Koop-Modus. Nee, das ist richtig. Warum auch immer. Aber wenn man zu zweit ist, Leute, man hält sich immer gegenseitig wach. Man kann nicht schlafen, wenn man zu zweit ist. Das funktioniert einfach nicht. Volksführer, die schnarcht so laut. Ja, jetzt geht's aber los. Frag mal meinen armen Hund. Der hat sich letzte Nacht die Ohren zugehalten. Wegen dir. Nee.
Sein Köpfchen hat er unter mir versteckt. Komm. Echt noch nicht ein Ureinwohner, das ist... Nee, das stimmt. Aber ich glaube, ich habe gerade genug Pfeile gesammelt, genug Federn gesammelt, damit ich mir gleich mal ein paar Pfeile herstellen kann. Ich hoffe natürlich, dass ich hier mit Pfeil und Bogen besser bin als bei H1Z1. Naja gut, dazu fehlt ja nicht viel. Also. Danke. Wobei ich eigentlich auch hoffe, dass Pfeil und Bogen jetzt auch wirklich funktioniert, weil als ich das letzte Mal reingeguckt hatte, da blieben die Pfeile einfach irgendwo in der Luft stecken. Das ist natürlich auch schwierig. Mhm. Aber naja, vielleicht rennen die Gegner hier rein. Ja, ich weiß nicht, ob man sich so darauf verlassen sollte. So, hier ist noch ein Block. Hier irgendwo müsste doch noch einer sein. Nehmen wir erstmal den hier. Lockst du wieder meine Loks? Ich habe mir nur einen geliehen. So, wir haben es aber auch bald. Ich hatte doch zwei Bäume gefällt. Sind deine Loks auch verschwunden? Ah ne, da sehe ich noch einen. Die blinken gar nicht mehr, ne? Nee, irgendwie nicht. Das finde ich auch ein wenig bedauerlich. Ja, und ich brauche bald was zu trinken. Das ist ein bisschen blöd. Ja gut, wie gesagt, ich kann ja... Ich guck mal, ob ich irgendwie eine Schildkröte oder sowas finde hier. Hier muss ja irgendwas sein. Ja, aber selbst wenn wir jetzt eine Schildkröte haben, dann müsste es ja auch erstmal regnen. Okay, das ist auch wieder wahr. Deswegen muss mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwo denn in den Koffern oder sowas finde. Aber da brauche ich auch jetzt gar nicht losgehen, weil jetzt im Dunkeln sehe ich da sowieso nichts. Huch, auf einmal steht hier ein Reh. Das ist das Psycho-Reh. Es kommt bei Nacht. Also an dem Wasser müssen sie echt noch arbeiten. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Aber ich bin sowieso der Meinung, dass... die Grafik definitiv um einiges runtergedreht haben. Ja. Also da kann mir, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Nee, es sah schon besser aus. Ach, diese Axt macht mich fertig. Wieso? Ja, weil die manchmal nicht zuhaut, so wie sie soll. Alles ein bisschen... Hau doch zu, Mitch! Oh, ich habe was zu trinken. Wo habe ich das denn hergekriegt? Habe ich das vorhin im Koffer eingesammelt? Ach so, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Mensch, Leute, sagt mir das doch. Mir ist ein Baum auf den Kopf gefallen. Warum tust du das? Keine Ahnung, aber er ist an mir zerbrochen. Okay, ich nehme wieder alles zurück. War mein Fehler. So. Wir haben es bald geschafft. Huch. Hallo? Lass mich bauen. Was denn jetzt? Ich bin erschreckt. Pass auf, da ist einer. Alter, hab ich mich gerade verrannt. Captain, wir haben Kontakt. Ich sehe ihn nicht. Doch, am Strand oder im Wald oder... Hinterm, also links neben dem Haus. Ach da, okay. Jetzt sehe ich ihn auch. Alter, hab ich mich erschreckt, ey. Verständlich. Du wolltest doch Kontakt. Los, geh hin und begrüß sie. Huch, ich habe einen Vogel mitgetötet. Das war ein Versehen. Und die Schweine. Ja gut, vielleicht wollten sie auch nur Hallo sagen. Ich weiß ja nicht. Vielleicht sind die ja gar nicht so. Doch, ich denke schon. Ich nehme mir die Freiheit raus, denen gegenüber sehr misstrauisch zu sein.
Naja, du musst es aber auch mal aus deren Sicht sehen. Wir sind quasi bei denen im Vorgarten und graben quasi den kompletten Garten um. Naja, dann könnten sie uns bitten, es zu lassen und uns einladen in ihre Hütten und uns was zu essen anbieten. Also ich würde das nicht machen. Also wäre jemand bei mir im Garten und würde meinen Garten umgraben, würde ich auch ausflippen. Wenn ich einen Garten hätte, davon mal ganz ab. Siehst du? Du weißt also gar nicht, wie du als stolzer Gartenbesitzer wärst. Als stolzer Gartenbesitzer? Als stolzer Gartenbesitzer. Okay. So. Na, die Schweine sind da hinten immer noch. Ich sehe einen noch. Liegt hier irgendwo noch ein einzelner Lock rum? Ich bin gerade noch am Holzen. Also gleich haben wir einen. Muss man da hinten so ein bisschen Ollig und Bollig im Auge behalten. Jetzt hänge ich auch mal fest. Lass mich doch mal. Ach, jetzt hast du schon einen Lock. Ja. Juhu! So, ich speichere. Ich komme nicht rein. Warum baue ich mir ein Haus mit Stufen, wenn ich keine Stufen steigen kann? So. So, pass auf, bevor wir speichern, beenden wir die ganze Chose hier. Ich möchte aber gerne vorher speichern, einfach nur zur Sicherheit. Nein. Doch. Geschehen. Gut. Dann sag ich jetzt Tschüss. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt mal ein bisschen was zuvor was reinschreiben, weil ich denke mal, ihr seid da ein bisschen informierter als wir. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und danke an Freitag, dass du dabei warst. Hallo. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal mit The Forest. Tschüss. Tschüss.